ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Weiter geht's in Grounded, weiter geht's in der Gaszone. Finden wir heute das Nebellabor? Yes, nach, ne, vergesst es. Deine ist hohe Wissenschaft? Au. Es gibt hier explodierende Käfer. Ja, die Milben explodieren, glaube ich, oder? Boah, Junge. Bedrohung, ja, Achtung, da kommt was, Michael. Da kommt was. Ah, die Rüstung. Oh, die Rüstung wird explodieren. Wow. Wow. Oh, wir müssen 3 Stück auf einmal töten, Michael. Okay. Haben wir als Aufgabe. Das heißt, wir dürfen nicht zu rangehen, sonst explodieren die. Yo. Ah. Milben. Sieht interessant aus. Ah! Boah, diese Rüstungskäfer musst du aufpassen, die explodieren. Ey, wer war das? Die Milbe. Sehe ich nicht. Die ist unten. Da sehe ich sie. Oh, ich sehe da hinten was. Ah ne, das ist ein Mixer. Das ist so eine Maschine, die sollten wir noch nicht machen. Nee, das wäre lebensmüde. Aber das hier ist ein Labor oder so in der Nähe. Da sind Spinnenweben. Ja, ich sehe es. Das viele. Ich weiß nicht, ob das bei der infizierten Zone so eine clevere Idee ist. Ich geh mal gucken. Denkst du, eine infizierte Spinne ist schon übel? Ja, dachte ich mir gerade auch. Aber hier scheint, die Spinnen scheinen nicht infiziert zu sein bis jetzt. Was? Ach, wir sind jetzt gerade irgendwo unter irgendwas. Ja. Dies ist auch was klebt da oben? Ach so, ich dachte, das wäre. Nee, brauchst du einen Zweierschaufel für. Ah, die hätte ich bauen können zu Hause. Ah, verdammt. Ah, wo ist hier der Eingang von dieser scheiß Höhle? Keine Ahnung. Suchen wir mal weiter. Map? Die Ecke hier ist mir gerade viel zu ruhig. Und vor allem, wir gehen wieder aus der Giftzone raus in die Richtung. Ja, hier ist keine Gasmaske mehr. Wir sind raus, wir müssen umdrehen, wir müssen in die Richtung weiter. Ah, das ist Sandkasten wieder. Ja, wir haben ja von oben das Gasding gesehen. Map? Ja, ich gehe wieder hin. Ist auch Saft. Saft bringt die Kraft. Das Abenteuer lacht. Nehme ich mit, da hatten wir doch eben zu wenig von. Ja, ein Saft lohnt sich immer, da ich halt auch die Verbände daraus herstelle. Wo ist dieser Eingang voll, dieser verfickten? Na. Wir sind auf jeden Fall wieder in der Gaszone. Ah. Und wir sind zwischen Steinen, das riecht dann alles verfickt. Oh. Ah. Ich gehe mal weiter zwischen den Steinen, vielleicht hier irgendwo ein Eingang. Auf jeden Fall sind hier sehr viele infizierte Larven, wo ich bin. Hört sich interessant an. Zum Glück bist du alleine. Oh, Michael, oben ist eine Laterne mit purer Wissenschaft. Oh, guck mal, dann, oh, Michael, siehst du das unter uns? Da ist noch ein goldener Megamilchmolar. Ich weiß nicht, ob wir da runter sollten. Ich schätze aber, da ist der Eingang, gehe ich davon aus. Kriegst du alleine einen Megamilchmolar, oder? Na, nicht, solange noch hier noch die ganzen Larven sind. Wir können ja auch nicht helfen, wir ziehen uns jetzt in den Graben. Wir kommen auch nicht über den Stein rum. Wir müssen um den Stein rum. Ich bin in dem Graben. Ah, ist. Ja, bei uns müssen wir wieder hin, ne? Naja, hier ist ein Graben und ich bin da drin. Dann ist er in dem Graben, vor dem wir wahrscheinlich stehen. Willst du einfach. Aber Micha, wir nehmen den Holzast hier runterzugehen. Ich möchte nicht runter. Da ist eine Krähenfeder, ist hier eine Krähenfeder. Ja, da bin ich eben dran vorbeigelaufen. Ich gehe mal gemütlich runter, Michael. Kommst du mit? Ich bin direkt hinter dir. Ich nehme den Saft hier noch mit. Oh, hier ist ein toter Bombardier, Käfer. Gibst du mir Deckung, Michael? Tada!
Hier gibt's gerade nichts, was uns angreift, aber ja. Milchmuller eingesammelt. Hier ist noch ein spröder Quarzit. Okay, komme. Oh, ich habe mittlerweile 40 Slots erreicht. Wir müssen bald mal aufteilen, die Sachen. Ja, viel frei habe ich auch nicht, aber grundsätzlich ja. Bin bei 36 von 40. Oh, was ist da? Oh! Wer piept mich denn hier an? Ich habe mal was gepiept, Michael. Hatten wir noch gar nicht gemacht. Aua. Lass ihn in Ruhe. Ich bin dein naher Gegner, so ein langer Angst, wenn er nicht hier ist. Du hast von hinten beschossen, Michael, von irgendwo. Was? Oh ja, oh fuck. Ach, diese kleinen Milben. Junge, diese Milben sind ja nervig, die dann so schlecht in diesem... Ja. Erst wenn sie treffen. Ach du Scheiße, das könnte explodieren, oder? Ach, ich hab keine Energie mehr. Ich bin da. Affe. Ah! Au! Au! Ach, du Affe! Halleluja, was ist denn hier los? Alter, ich bin fast tot. Oh, hier ist eine Krähenfeder. Ganz unter deiner Maske trinken? Ich bin auch gerade, aber ich konnte auch unter Wasser trinken, also. Hier ist noch eine Krähenfeder. Junge. Oh, zwei. Also jetzt dürfen wir bald keine Krähenfedernprobleme mehr haben, würde ich nur sagen. Das ist gut, ich verballer hier nämlich ein paar Pfeile. Oh. Lebst du noch, Alex? Ja, ja. Oh, mein Maß hat ein bisschen Schaden bekommen, so wie es aussieht. Alexander ist 10 Meter entfernt. Ah ne, jetzt ist ein Wegpunkt, Entschuldigung. Ich wollte sagen. Ey, wo ist dieser Eingang zum Labor? Hier ist robuster Quarzit hinter mir. Ach, da bist du. Inventar voll, ich kann die nicht mitnehmen. Oh. Okay, ich hab noch ein bisschen Platz. Warte, hier unten sehe ich überhaupt nichts mehr. Aha. Ich weiß auch nicht, von wo wir gerade kamen und wo wir hin müssen. Ich auch nicht, ich laufe einfach mal hier lang gerade. Oh, Michael! Kannst du dann deine Arme aufnehmen? Liegt auch noch am Boden. Ich freue die Marmorscheibe, wunderbar. Aber wenn ich das Münzstück esse, kriege ich doch das eine höher, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viel du essen musst davon. Achso, ja. Ey, Junge, ich sehe einfach nicht mehr, wo ich bin. Aber wir laufen eigentlich in Alexanders Richtung. Ich hab dich verloren. Ach, da bist du. Aber hier sind überall Tote. Ich würde sagen, Alexander ist hier lang gelaufen. Kieselchen. Ist aber auch eine Sackgasse. Ja, mich! Sackgasse? Okay. Auch eine Sackgasse. Ey, Junge, wie kommen wir wieder raus? Ich hoffe jetzt erstmal der Wand entlang, Michael. Bist du hinter mir? Nein. Aber jetzt. Ah, hier ist ein Ast, der uns rausbringt, wahrscheinlich. Das ist der Ast, mit dem wir runter sind, höchstwahrscheinlich. Also meinst du, wir haben ein Loch gefunden, wo es nicht weitergeht? Ja, hier ist so ein gelbes Kabel, aber das scheint nichts zu bedeuten. Hm, ja, ich sehe es. Ich sehe gerade, ob man hier vielleicht irgendwie Jump'n'Run hochkommt. Nee. Ey, Junge, dass du echt nichts siehst. Ich denke, wir müssen hier wieder rauf.
Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, ein Hohlloch gefunden, wo nichts drin ist. Wir haben auch 20 Uhr, oh Gott, oh Gott. Und meine Gasmaske, okay, der Schaden geht noch. Man kann es nicht mehr werden. Sagt er, bis die infizierte Wolfsspinne kommt. Ja. Ja, wenn, dann trifft sie mich zuerst. Map? Okay, gehen wir mal hier oben lang. Da links geht's zur Laterne, denke ich. Ja, aber die geht außerhalb der Zone. Okay, hier ist auch was Totes. Hier ist eine tote Ameise oben drauf. Junge, wo ist dieses Eingangslabor? Ich müssen wir hier rüber. Das Ding liegt doch nicht einfach so hier. Aber wir verlassen hier übrigens gerade die Zone, Michael, wenn wir da hingehen. Wir müssen hier wieder rein. Oh. Jede Menge Oh, hier geht's runter. Ja. Gehen wir ins Loch? Go for it, ja. Ah, scheiß drauf, rein ins Loch. Ah! Ja. Oh, Micha, guck mal, was direkt vor uns ist. Dann gehen wir mal die ganze Wand entlang hier, Michael, würde ich mal sagen. Oh, da hinten läuft was. Ich blocke. Hi, Hans. Hi. So, das war's schon. Und da geht's so, hier hoch. Wie sieht's aus mit Inventarteilen? Ich habe noch 2 Plätze frei. Ich habe noch 3 Plätze frei. Ihr könnt mir geben Rüsselkäferrüssel, Baumwanzenbrocken. Really. Achtung! Rüsselkäfer! Den Larvenstachel ist mal verschrottet, den haben wir eh genug. Pilzauswüchse habe ich, Säuredrüsen, Baumwanzenbrocken. Pollen. Die kannst du mir geben, die Baumwanzenbrocken. Hat schon ja einen Mildenpilz? Ja, 10 Stück. Milbenpelz habe ich 12. Okay, dann schmeiße ich den Rest mal ab hier. Da habe ich irgendwie einen Platz frei. Stapel fallen lassen, können wir mal gucken, ob ihr das sammeln könnt. Rote Ameisenbrocken gleich auch mal fallen, brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Marienkäfer Walche, Marienkäfer seltener. Ihre Drüsen haben wir auch ganz viele, die lasse ich auch mal fallen. Warum ich das nicht bei? Verdammt. Ja, so. Bis jetzt konnte ich alles aufsammeln, was ihr hingelegt habt. Wunderbar, dann lass uns mal weitergehen. Ich habe ja auch wieder was frei. Jetzt habe ich wieder 5. Hast du zufällig spröde Quarzitscheiben und robuste Quarzitscheiben? Ja. Zu beidem. Dann bitteschön. Obers. Ja, ich habe hier Marmor, die kann ich nicht abbauen. Ist klar. Okay. So. Oh, jetzt noch ein Baumwanzenbrocken. Mitnehmen. Oder was? Ah, die müssen. Oh, ja. Nein, zu spät. Aber, okay, der Treffer hat gegolten. 4 von 5. Nur ein und dann haben wir die Mission. Er war ja noch nicht tot, da konnte ich mit dem Pfeil abballern. Ey, wo. Ich bin drauf und dran zu googeln, wo dieser scheiß Eingang vom Labor ist. Na, dann steht da, gehen Sie in die Luft. Fuck. Mich gerade. Ja, jetzt ist er betäubt. Zack. Ich habe Marienkäfer verteilt, ich nehme ihn auf. Oh, mein Inventar ist eh voll. Da müssen 5 Millionen Pfeile von mir liegen. Ja, ich kann sie eh nicht aufnehmen. Ich laufe gerade drüber, was ich sehe, dann lege ich alles hin. Gut. Federpfeile 24. Ich habe 5 Stück, Michael. Stapel fallen lassen. Federpfeile. Habe ich gar nicht so viele Federpfeile 27 oder so habe ich drei. Einen Stapel fallen lassen. Da liegen noch 2 Stück auf dem Boden. Ah, dann habe ich einen verloren insgesamt. Das ist eine gute. Hier geht's wieder hoch. Ey, wo ist dieses scheiß Eingang vom Labor? Okay, hier. Vielleicht sollten wir gleich so ein Ding bauen und schlafen. Ja,
Weil nachts werden wir noch weniger sehen als ohnehin schon und vielleicht heilt uns das auch. Aber Essen und Trinken ist natürlich... Achtung! Töte ihn, Michael, töte ihn! Schade, ein Ticket. Hat auch gegolten, weil der Pfeil drin war. Geil. Mission erfüllt. 600 pure Wissenschaft? Ja, moin. Mhm. Ich droppe den Federpfeil. Yay. Schlafen! Ja, Respawn-Punkt habe ich jetzt noch nicht gesetzt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das Problem ist jetzt nur, als du ein Trinken runtergegangen, dein Extrem. Ja, aber ich habe genügend mit. Trinken ist bei mir nicht das Problem. Essen wird so ein Ding, aber einen müsste ich noch haben. Oder auch nicht. Doch, da habe ich schon einen. Verbrauchen. Ich habe noch 3 oder 4 Teile zu essen. Okay. Ich habe jetzt kein Essen mehr dabei. Ich habe noch einen Läusebraten, ein Rüsselkäfer-Dörrfleisch und einen Fliegenklatschus. Ja, moin. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Okay, aber trotzdem sollten wir das Labor langsamer finden oder zurückgehen. Da gehen wir raus aus der Zone, also wir müssen in diese Richtung wieder reingehen. Oh, hier liegt noch ein Pfeil, nehmen wir mit. Natürlich können wir auch googeln. Ja, für meinen 5 Minuten nichts finden. Nee, das wird zu shit sein, sonst müssen wir abbrechen. Oh, hier ist ein kleines Labor. Ja, geh direkt mal gucken, ob wir was zu erkunden haben. Außerdem können wir die Milchmolare einsetzen, die 2 Stück. Nee, ich spar noch. Zum... Achtung, Angriff für die Larve! Wir haben 2 Milchmolare, aber 3 goldene Milchmolare. Ja, ich habe 2 goldene abgebaut. Die goldenen. Maximal Verbrauchsgegenstandstapelgröße, maximal Rohstoffstapelgröße, maximal Pfeilstapelgröße. Das klingt alles 3 sehr toll. Aber Pfeile haben wir eh schon 20 aus 6. Die sind, aber Verbrauchsgegenstände, die sind wichtig vielleicht. Mein halbes Inventar ist mit Pfeilen voll. Das ist nicht so wichtig, da ist sowieso meist nur ich die benutze. Ja, das geht von 20 auf 25 hoch. All die Verbrauchsgegenstände von 5 auf 10, das hört sich schon gut an. Die Frage, ja, was ist jetzt besser? Rohstoff? Essen, Trinken, Verbände. Also dann Rohstoff oder Pfeile. Rohstoff, dann können wir nämlich die für 15, die wir haben, auf 20 hochbringen. Dann mach mal. Milchmolar ist ja jeder für sich selber verantwortlich, die normalen. Ja, ja, klar. Ich spare auf 4, dass ich noch ein 4. Ich viertes, auch, ich will eine Mutation haben. So, direkt mal umstapeln hier. Ja. Oh, ja, direkt schon wieder ein Stück. Ja, ich brauche 4 Stück, damit ich 4 machen kann. Da brauche ich noch 2. Ich habe die Federn und die Quarzite und so stapeln können. Gut, gefällt mir. Pilzauswuchs, ja, oh, jetzt habe ich direkt mehr Platz frei hier. Oh, 6 Krähenfederstücke habe ich gefunden. Na, von habe ich auch ein paar Stück bei. Krähenfederstück habe ich eines. Wenn jemand noch. Ja! Ich mal kannst. Hier hin. Michael! Pass mal auf, was ich jetzt mache. Ja. Ich habe dich nicht gesehen, sorry. Ich bin neben uns in den Graben reingesprungen. Oh, sehr schön. Damit brauche ich noch einen. Waren wir in dem Graben noch nicht drin? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Anscheinend noch nicht. Da unten ist auch ein bisschen Spaß. Nein! Jetzt bloß Alexander hier. Was? Ich darf da auch mal dran gucken. Ja, ich muss nur schnell ein Ding kaufen, dann bin ich wieder unten im Spielen. Hast du 4? Ja. Jetzt hast du 4 und ich 3. Ja. Vielleicht hast du was anderes vorher gekauft. Ja, yeah, jetzt habe ich 4 Mutationen. Nee, ich bin auf Heilung gegangen. So, aber die Frage ist, was für eine Mutation nehme ich jetzt noch rein? Wachhund, Giftresistenz, Meerjungteam brauche ich jetzt nicht. Haucherlunge. Wird coole Gras nehmen, kritische Trefferchance. Dann nehme ich Gras habe ich schon drin aktuell.
Meine drei sind Naturkunde, Kieselerbrandung, frische Verteidigung. Ich mache jetzt auch Naturkunde rein als viertes. Also ich gehe mal in den Garten rein, mal gucken, was hier drin ist. Ich habe meinen Wegpunkt über dem Superchip platziert. Ach, Ablarve. Mit dir will keiner spielen. Doch, ich habe schon einen Pfeil reingeballert. Am Bett ist er weg. Oh, hier ist nur ein Cremefährstück. Ich brauche mal Deckung. Hier sind zwei Larven bei mir. Aua, aua, aua. Ich habe entdeckt Nebellabor. Ich habe noch ein bisschen Krillenfeder mitgenommen. Sehr gut. Hier ist auch noch ein spröder Quarzit, aber es ist nur Stufe 1. Egal, wir nehmen. Wo seid ihr? Da bist du, Michael. Ja, hier. Ich war direkt bei dir. Ich habe mit auf die Dinger geschossen. Wie gesagt, weil ich weiß, Michael, Stufe 1 kostet nur 2 Schleifsteine. Stufe 2, 4. Das multipliziert sich mit jedem Teil, was wir machen müssen. Ah! Ich höre was, da ist was. Oh Gott. Und vielleicht sind wir bei Alexander. Ja, ich weiß selber nicht, wo das jetzt genau hier ist, ne? Ich ploppte hier nur gerade auf. Ich habe auf jeden Fall ein paar Federpfeile aufgenommen. Ja, ich habe auch an deine Schulter geschossen, bleib mal stehen. So. Warte mal. 3 Stück müsstest du haben im Optimalfall. Ja, sehr schön. Ich habe insgesamt nur einen verloren, ja. Oh, hier ist noch einer, Michael. Deckung? Ja, sogar ein Robuster. Die brauchen wir nämlich, um die nächste Stufe herzustellen, auf Stufe 6. Okay, ich denke, wir müssen weiter. Hey, schon Michael, Mutation entdeckt. Kieselbeißer. Sehr gut. Axel ist da hinten, okay. In dem Gramm also. Ich vermute es. Ich geh rein, scheiß drauf. Hier ist nix. Also ich hab mir, mein Wegpunkt ist genau über dem Superchip. Ja, aber hier war mich ja nicht schon mal drin. Ich kann mich erinnern an dieses Loch. Ja, hier war ja, hier ist drin. Unser Ausgang. Aber wo warst du genau, als du das entdeckt hast, das Labor? Eine Sekunde, lass mich gerade wieder hochkommen. So, nicht den Weg. Auf deinem Wegpunkt oder wo warst du? Warte, muss ich gerade orientieren, wo ist denn mein Wegpunkt? Da, lass mich mal kurz hier hoch. Also beeil dich, mein Essen geht nämlich runter. Oh, hier unten ist noch ein Graben, Michael, siehst du das? Da wurde geschossen. Ja. Da kommt doch eine mutierte Fliege raus. Töte sie, bevor sie Eier legt. Boom. Die legt keine Eier mehr. Ich gehe hier rein. Ich glaube, hier könnte es sein, Michael. Unter uns ist auch was. Das ist eine Feder, eine Krähenfeder. Aber unter wird geschossen. Ich sehe aber nichts. Ach, du bist schon unten. Ja. Ja, hier. Oh wow, hier sind 2 Larven. Und eine Fliege. Hey, ihr habt meinen Bogen weggenommen! Die Fliege klaut deine Waffe, oder? Ja, die hat meine Axt geklaut! Wo ist der Herr Müller? Natürlich nicht hier, wie immer! Kannst du bitte erstmal die Fliege töten, mich irgendwie? Sonst sterbe ich gleich! Ich hätte dich gebumst, getötet, weggehauen von dieser Welt. Ey, Junge! Die Fliege ist so nervig. Das ist mein Kieselhammer. Hier ist noch ein Pfeil. Noch ein Pfeil, genau. Achtung! Also die infizierten Fliegen sind ja mal richtig eklig, ey. Da müssen wir die vorher umbringen. Die eine hast du schon gut aus der Luft geholt, aber die andere, die ist ja ständig geflogen. Das war gar nicht so einfach. Michael, okay, Achtung, ich lasse Stapel fallen lassen, zack. Also mir fehlen so einige, einer fehlt mir. Ich habe keinen mehr. Es kann sein, dass ich noch einen habe. Ich schau gleich mal. Nee, ich sehe den auf dem Boden liegen, oder? Ist das nicht als neuer Fall? Nee, ich glaube, das ist einfach noch. Das ist 28, habe ich jetzt. Irgendwie kann ich den noch nicht aufnehmen. Ja, ich habe einen. Sehr schön. Stapel fallen lassen. Ja, dann habe ich's. Da hinten höre ich irgendwas.
rote Ameisen, okay. Ich sehe Puristischer vor mir. Ich krieg einen Pieper. Ich scheine hier irgendwie richtig zu sein. Sehe ich gar nicht mehr. Da. Nee, hier ist wieder nur Marmor. Wieso habe ich noch eine normale Axt bei? Willst du mich zerstören? Das Labor wird hier irgendwo angezeigt. Ich würde sagen, wir sind in der richtigen Ecke unterwegs. Ich habe keinen Schimmer, wo ich bin und wo ihr seid. Welcome to my life. Solange ich in den hochgegangen bin, sind wir alle im gleichen Graben unterwegs. Ja, du bist gar nicht so weit weg von uns. Hier unten ist kein Labor. Hier ist noch spröder Quarzit. Aber du kriegst. Wir scheinen auf der richtigen Höhe irgendwo zu sein. Alex ist aber nicht mehr bei uns im Graben. Der scheint woanders zu sein. Was? Nein, ich bin hier bei euch. Also das ist ein Wegpunkt, sorry. Irgendwann lerne ich das auch. Der Wegpunkt, der ist genau über dem Chip. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Ach, darüber, okay, ja, ja, ist. Wartet. So, ich bin hier rausgekommen. Ah, hier jo, muss es genau. Irgendwo sein. Das kannst du nicht sagen, dass hier irgendwo näher eine. Ist das der Raum, wo wir drin waren, oder? Ja. Hier geht's rauf. Die Frage ist, das ist oben oder? Aber ist das gut, wenn du im Netz bist, dann angreifen mit einem Bogen. Ja. So richtig klar. Ey, geh weiter. Nein! Ich glaube, wir müssen googeln, weil ich weiß nicht, wo wir gucken sollen. Ach, Moment, hier kannst du auch rauf auf das Ding. Ja, aber ich habe nicht, dass da oben das Labor ist. Da fliegt irgendwas. Eine Biene, oder? Das ist eine Biene, ja. Vielleicht können wir das der oben ausstellen. Ich bin hungrig mittlerweile, ja? Okay, ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Alexander hat aber zu essen, aber... Ja. Ach du, Michael, ist eine Fliege? Ich mach die, machen wir die erstmal alle. Normale oder? Ja, eine Infizierte, genau. Sehr gut. Nein, mein Pfeil! Wir bräuchten ein Kaugummistück, um dann zu schießen, Michael. Ich weiß, wo ein Kaugummistück ist, aber... Also man kann es so machen. Ecke, aber ich kann es nicht abbauen. Ne, weil wir halt für die... Da ist der Mixer. Ich glaube, dass man von hier oben vielleicht was sehen kann. Ne, wenn das unter euch irgendwo ist, dann siehst du es ja nicht. Ach, ihr seid da oben. Ja. Aber ich würde sagen, das muss irgendwo unten sein, das Labor. Ja, würde ich auch sagen. Meins wäre sicherlich hilfreich, wenn wir das Ding da verstopfen könnten. Haze Lab. The Haze Lab is one of the many labs. Ja, ja. Primary entrance is located on the surface of the haze, located in the central southern portion of the area. Gesundheit. Und das heißt? To find the area, the player must enter the haze. Ja, da sind wir drin. So they should bring some gas mask. Ja, ja, ja. There are two entrances, each requiring different items. Main entrance. The primary entrance is a lab located in the center of the haze, so it may be dangerous to venture into it. It's running the main door. The lab is blocked by a broken door. So, was sollen wir jetzt sagen, Freunde?
Das im Nebel hast du schlechte Orientierung. Wir mussten ein bisschen googeln. Ich hoffe, damit finden wir das nächste Mal das Labor. Fliegen sind nervig, klauen Sachen. Aber natürlich hoffe ich, dass es euch bis hierhin Spaß gemacht hat. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao.